Moin YouTube. Heute mal wieder einen Produkttest für die Babyabteilung. Und zwar war ich gerade im Baby One mit meiner Frau. Und da haben wir uns ein Holzspieltrapez besorgt. Und zwar, das ist jetzt die Baby One-Version, sozusagen, das ist die Hausmarke von Baby One. Und ja, das ist ab Geburt nutzbar für Kleinkinder. Und das werde ich jetzt gleich mal auspacken und mir aus der Nähe anschauen und dann schauen wir mal, vielleicht, wenn meine Kleine da motiviert genug ist, dann werden wir da auch gleich mal ein bisschen das im Live-Test sehen. Also dranbleiben, bis gleich. So, da sind wir jetzt auch schon wieder. Ich bin mal wieder auf dem Boden und habe jetzt hier das Baby One Holzspieltrapez und das packe ich jetzt gerade mal aus und dann schauen wir uns doch mal an, wie schnell und einfach das alles funktioniert. Das ist auf jeden Fall für Kinder ab Geburt, also da gibt es keine Altersbeschränkungen. Ist auch höhenverstellbar, also wenn das Kind dann doch mal ein bisschen größer wird und greifen kann. So, und Gewicht her auf jeden Fall solides Holz. So, dann gucken wir mal, was haben wir denn hier? Lustige runde Dinge, das sieht aus wie die Gelenke oben. Eine Anleitung haben wir hier auch. Ihr seht, das ist relativ überschaubar. Das ist eine Seite Papier, vorne mit Bildern, hinten mit Anmerkung: Achtung, prüfen Sie in regelmäßigen Abständen, ob der Artikel und einzelne Artikel Verschleißerscheinungen aufweisen. Ja, was auch immer. Ja, ansonsten haben wir hier die verschiedenen Standbeine. Dann haben wir hier noch mehr Kügelchen. Rote Kügelchen. Also vom Gewicht her auf jeden Fall, das macht einen guten Eindruck. Also das ist kein irgendwie so Pressspan, keine Ahnung was für Kugeln aus Holzresten. Das macht jetzt auf den ersten Blick erstmal einen guten Eindruck. So, haben wir hier noch, das ist das Mittelteil, wo auch die verschiedenen Spielzeuge dranhängen, mit denen man das Kind sich auseinandersetzen kann. Ja, sobald wir die mal frei haben. Hier macht uns schon ein Holz-Teddybär an. Marienkäfer. Und last but not least, das letzte Spielzeug. Ach, das sieht aus wie einfach das Spielzeug. Also, wenn man eine Schere oder ein Paketmesser zur Hand hat, sollte man da auf jeden Fall zugreifen. Das macht nämlich das Auspacken um einiges einfacher. So, ihr seht, das ist jetzt doch viel mehr Papierzeug. Da ist nicht, alle Holzteile sind nicht mit so Papier ausgestattet. Ja, tut mir leid, aber das dauert hier anscheinend ein bisschen. Was man hier aber auf jeden Fall schon mal merkt, die Farben, das ist hier in Rot, Gelb und Blau, das sind richtig schön saftige Farben. Weil man sagt ja irgendwie, dass gerade Kinder so in der Anfangsphase dann so extreme Farbunterschiede eher wahrnehmen als Sachen, die nur so mit leichten Nuancen anders sind. Und da bin ich mal gespannt, inwieweit unsere Kleine da wirklich drauf reagieren wird oder ob es wieder eigentlich alles nur so eher für die Eltern ist und weniger für die Kinder. So, jetzt haben wir hier die Beine, das Stück. Hier an den Beinen ist auf jeden Fall noch so ein Gewinde dran, also das wird nicht nur zusammengesteckt, sondern auch geschraubt. So, das sind die Spielsachen, das für das Mittelteil.
So sieht das aus. Das ist alles hier mit einer Schnur festgemacht. Da ist jetzt aber auch nichts Dehnbares daran. Hier so ein kleiner Marienkäfer. Hier so ein kleines Bärchengesicht drauf. So, haben wir hier noch Teile. So, und allzu kompliziert kann das ja nicht sein, weil so viele Teile sind es ja nicht. So, gucken wir uns mal die Anleitung an. 1, 2, 3, 4 Schritte sind hier. Ah ja, hier ist noch der freundliche Hinweis, dass es auch von den Erwachsenen aufgebaut werden sollte. Und auch nur unter Aufsicht von Erwachsenen genutzt werden sollen, was sie nicht alles sagen. So, dann gucken wir doch mal. So soll es am Ende ausschauen. Beine, Mittelteil und dann noch die Streben in der Mitte. Das sollte nicht allzu kompliziert sein. So, dann fangen wir doch einfach mal an mit irgendwas. Das hier ist auch verschraubt. Achso, das sind glaube ich die Beinchen, die da dran kommen. Mal gucken, wo die da waren. Naja, die kommen glaube ich hier unten dran. Das ist nämlich das zum Höhenverstellen. Also man hat dann nämlich so ein Zweierpack, das kann man da dran schrauben. Und schon ist das Ding gleich ein bisschen größer. Das schraube ich jetzt einfach mal spaßeshalber an alle Beine dran. Ich gehe mal davon aus, dass es wahrscheinlich erstmal noch zu hoch sein wird, aber das mache ich jetzt mal nur zu Testzwecken, damit ihr mal seht, wie hoch das dann möglich ist. Okay. Also machen wir dann gleich wieder ein paar Teile weniger und das macht dann die Sache noch ein bisschen einfacher. So, Beine zusammen. So, hier haben wir das Spielzeug. Ich glaube, da kommt dann am Ende die Schrauben das dann auch noch fest. So, das hier sind die Hauptgelenke, das ist wohl das entscheidende Ding hier, was wir benötigen. So, und da schrauben wir jetzt einfach mal so die Beine dran. Da habe ich schon so Schrauben drin. Ja, und das klappt, glaube ich, ganz gut. Ja, ich glaube, das kommt dazwischen. Ne? Wieder was dazugelernt. Das sind nämlich die Zwischenstreben. Und die sind nicht so Löcher, die kann ich einfach durchstecken. Da muss ich das nämlich so vorstellen. Hier kommen jeweils zwei Beine durch. So, und das sollte man sich dann irgendwo oben festmachen lassen. So. Erste Seite. Ich glaube, das muss man jetzt einfach zweimal machen. Mit der anderen Seite gerade genauso und wieder eine durch. Und das Gelenk hier wieder dran machen.
Bude ist. Man braucht hier auf jeden Fall erstmal keine Werkzeuge. Das kann man alles schön mit Handarbeit machen. So. So, das haben wir. So, jetzt müssen wir noch die Zwischenteile in der Mitte verbinden. Und jeder Seite so ein Ding. Mit diesen roten Schrauben kann man das dann einfach festmachen. So wie das sonst bei mir auch immer ist, wird das wahrscheinlich erstmal wieder ein bisschen wackelig sein. So. Ich glaube, so wie ich das jetzt dran habe, ist es noch ein bisschen wackelig. Das kann man, glaube ich, noch fester schrauben überall an jeder Seite. Aber grob und ganzen war es das jetzt eigentlich. Schauen, dass dann auch alle beide gleich groß drinnen sind. Ja, aber jetzt macht es schon so diesen Sachen. Muss ich auf jeden Fall alles noch ein bisschen festziehen hier. Aber im Prinzip steht die Sache jetzt. Ja, das ist die Sache jetzt auch schon. Das Baby One Spieltrapez aus Holz. Und ja, das sieht auf jeden Fall schon mal ganz gut aus. Mal kurz, wenn man das zieht. Da sollte man, glaube ich, auf jeden Fall schauen, dass man das auf einem festen Untergrund hat. Weil jetzt hier keine Stoffflecken oder irgendwas da unten sind, um das ein bisschen zu halten. Das kann man natürlich jetzt wieder alles noch ein bisschen verschieben und so und fester schrauben. Das habe ich jetzt natürlich nicht gemacht. Aber im Prinzip war es jetzt eine Sache von ein paar Minuten. Ich glaube, das Auspacken hat länger gebraucht als das Zusammenschrauben. Ja, das werde ich jetzt demnächst auch nochmal mit unserer Kleinen testen. Das werde ich dann in einem gesonderten Video machen, weil ich muss mal eben abwarten, bis die Kleine da wirklich mal rangeht und dann auch mal aktiv dran macht. Momentan, das ist jetzt mit den Holzerhöhungen angeschlossen, sieht es mir nicht noch ein bisschen arg hoch aus. Also, ich glaube, ich kann da runterkommen. Ja, aber ich glaube, für die Kleine wird das noch ein bisschen zu hoch sein. Das ist dann eher für ältere Kinder. Aber so vom ersten Eindruck her macht es einen soliden Eindruck. Muss ein bisschen rumschrauben, fummeln, aber man braucht halt, wie gesagt, keine Werkzeuge dafür und ja. Das Ding haben wir jetzt gerade bei Baby One direkt gekauft, gab es da irgendwie im Angebot für 25 Euro. Ich glaube, wenn man im Internet schaut, bei Amazon und Co. kostet es auch nicht viel mehr. Sind es, glaube ich, bei 27 Euro oder sowas oder 30, wenn es hochkommt. Also ist durchaus eine Sache, die man sich mal leisten kann. Das Schöne ist auch, da müffelt nichts. Also da ist jetzt nicht extrem nach irgendwelchen Lacken oder irgend sowas und irgendwas, was absplittern könnte, wo Splitter sein könnte und so. Also das macht auf jeden Fall einen schönen soliden Eindruck und ja, wie gesagt, demnächst gibt es dann mal den Praxistest mit einer kleinen Testerin und ja, sollten von eurer Seite hier noch irgendwelche Fragen sein, Anmerkungen, sonstige Kommentare, einfach die Kommentarfunktion nutzen. Ansonsten würde mich freuen, wenn ihr mal wieder reinschaut. Bis demnächst. Ciao.